Hallo, ich begrüße dich bei diesem Video. Heute möchte ich über die Thematik Engel sprechen. In meinem Beruf bekomme ich ganz oft die Frage gestellt: Cynthia, sag mal, gibt es Engel? Ja, die gibt es. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler und ich bin ein Jenseitskontaktmedium. Und mit dieser Frage möchte ich mich heute kurz beschäftigen. Ja, es gibt Engel. Ich durfte sie in Channelings übersetzen, ich durfte sie in Jenseitskontakten übersetzen und ich habe sie in Wasserfotografien schon dargestellt, beziehungsweise haben sich Engel mir in Wasserfotografien gezeigt. Und wir bringen immer diese Flügel mit Engel in Verbindung. Im Christlichen wurden wir so geprägt durch die Abbildung, in dem, ja, Engel in Menschengestalt gezeigt worden sind mit Engelsflügel. Für uns waren das Engel. Wie ist denn dieses Wort Engel überhaupt entstanden? Weil im Hebräischen hieß es ganz anders. Erst in die Übersetzung ins Altgriechische wurde daraus ein Angulus. Als dann die Lateiner noch dazu kamen und das ins Lateinische übersetzt haben, haben sie unterschieden zwischen dem Gesandten, dem Nuritus, ich hoffe, ich sag's richtig, und dem Angelus, dem Boten Gottes. Das wurde dann wieder im Zuge der gotischen Missionierung im 5. Jahrhundert nochmal im Altdeutschen, ins Altdeutsche übersetzt und es wurde ein Angil daraus und im Altsächsischen ein Engil und dann ist das Wort Engel entstanden. Engel sind aber reine Lichtwesen, sie tragen keine Flügel. Sie sind hochleuchtende Energiewesen, die ein so helles Licht haben, das so unglaublich rein ist, weil sie noch nie inkarniert sind. Sie sind reine Wesen aus der geistigen Welt. Und wenn wir uns jetzt Ratschläge von Engel holen, ist das immer so eine Sache. Und deswegen sage ich auch immer, ja, all diese Übersetzung von Erzengeln, naja, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, weil sie eine ganz andere Ansicht auf die Dinge haben. Weil Engel noch nie inkarniert sind, haben sie nicht dieses menschliche Wissen, wie zum Beispiel ein Geistführer, der dir ganz klare, ja, Botschaften geben kann, Hinweise geben kann, Hilfestellungen geben kann. Engel sehen das aus einer viel höheren Perspektive heraus. Sie haben dieses Menschliche noch nie mitgemacht. Ein Geistführer sehr wohl, der ist inkarniert, der war schon mal auf Erden. Also ist es immer ein bisschen schwierig mit so Ratschlägen von Engel. Und die Übersetzungen, die jemand vielleicht übersetzt, sind gar nicht so engelhaft, weil sie gar nicht von einem Engel kommen, weil sie vielleicht aus der geistigen Welt kommen, aber nicht von einem Engel, weil der eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt aufpassen, ob ich noch in den 3 Minuten bin. Ich habe noch 10 Sekunden, weil 3 Minuten mehr geht ja nicht. Also da immer ein bisschen aufpassen. Aber es gibt Engel. Ganz sicher. Und sie sind liebevoll und sie stehen uns zur Seite und sie unterstützen uns und sie helfen uns, aber nicht, ja, im Menschendasein mit Ratschlägen.